Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Q&A-Video. In diesem Video würde ich gerne wieder eure Fragen beantworten. Ich hatte wieder in der YouTube-Community-Sektion geschrieben, ob ihr Fragen habt. Und ja, ihr habt definitiv Fragen. Fangen wir mal direkt an mit der ersten Frage, nämlich von der Wikinger. Welches Equipment nutzt du an deinem Arbeitsplatz? Hast du zum Beispiel einen ergonomischen Bürostuhl? Fangen wir mal zuallererst mit dem zweiten Teil an, nämlich, nein, ich habe tatsächlich keinen ergonomischen Bürostuhl und ich muss im Ernstsein zugeben, dass ich mir definitiv mal einen zulegen sollte. Ich sitze auf einem ziemlich harten Holzstuhl mit ein paar weichen Kissen da drauf und ich habe auch noch einen Hüpfball neben mir liegen. Das heißt, falls ich zum Beispiel mal Rückenschmerzen bekomme oder zum Beispiel einfach sich der Rücken nicht mehr gut anfühlt, dann gehe ich einmal kurz auf diesen Hüpfball drauf für, was weiß ich, 10, 20, 30 Minuten oder irgendwie sowas und dann ist es meist auch sehr, sehr viel besser. Bloß sollte ich mir wahrscheinlich mal holen, aber bisher ist das alles noch nicht so ein Problem und so dieser Wechsel zwischen harter Stuhl mit Kissen plus ergonomischer Hüpfball oder beziehungsweise Hüpfball, das funktioniert immer ziemlich, ziemlich gut. Welches Equipment habe ich sonst hier noch? Also ich habe zum einen ein iMac hier, das ist die, ich glaube, der 2016er mit dem 4,5 GHz Prozessor plus nochmal Turbo, ich weiß nicht, wie schnell er dann ist, aber 4,5 GHz Prozessor, dann habe ich ein Blue Yeti USB Mikrofon, dann habe ich eine Jellycomp Kamera, das ist eine der billigsten Kameras, die man sich kaufen kann, aber komischerweise die ganzen anderen recht teuren Kameras, die haken bei meinem iMac irgendwie ziemlich oft und die billigste der billigsten funktioniert komischerweise am besten. Und sonst habe ich noch ein Huion Trackpad hier, alle möglichen externen Speicherplatten habe ich noch und das war es eigentlich schon. Also viel mehr Equipment habe ich tatsächlich nicht. Also, na gut, dann habe ich noch drei Softboxen hier oben stehen und natürlich den Greenscreen noch hinter mir. Genau, das ist das Equipment, das ich habe. Ich habe noch ein MacBook Pro, das ich öfter mal aufklappe. Und sonst, jetzt gerade noch im Sommer, habe ich auf der linken Seite hier noch einen Dyson-Lüfter stehen, der immer schön den Wind hier über den ganzen Arbeitsplatz rüber weht, damit man auch möglichst konzentriert arbeiten kann und man sich hier, wie gesagt, nicht totschwitzt. Dann die nächste Frage kommt von Großstadt Autarkie. Was hältst du von dem neuen Update von Spreadshirt, die Star Academy? Naja, gut. Also zum Glück für mich als, sag jetzt mal, Long-Term-Publisher auf Spreadshirt ist es nicht so das Problem. Ich finde es nicht so gut für Leute, die halt jetzt gerade erst starten. Auch gerade diese ganze Definition mit, wie genau nennen sie das nochmal, fünf irgendwie relevante Shirts oder irgendwie sowas oder fünf relevante Designs. Gut, finde ich jetzt persönlich jetzt nicht ganz so gut. Natürlich für die Plattform ist es sicherlich vorteilhaft, wenn man dann, sag jetzt mal, mehr gute, sag jetzt mal, ja, Publisher bzw. Designer bzw. einfach T-Shirt-Verkäufer fördert. Für die Leute, die aber sich ein T-Shirt-Business aufbauen wollen und vielleicht am Anfang noch nicht ganz so gute Designs liefern, gut, dann kann es irgendwann ein ziemlich langer Prozess werden, bis man dann tatsächlich, sag ich jetzt mal, in den Ranks dann nach oben geht und höhere Einnahmen erzielen kann. Aber ja, finde ich nicht ganz so gut, um ehrlich zu sein. Für die Plattform sicherlich, aber für Neuankömmlinge sicherlich nicht ganz so gut. Dann die nächste Frage kommt von Petruschki. Wann geht es wieder auf Reisen? Es geht auf Reisen höchstwahrscheinlich so rund um den 10. Januar, das ist zumindest 10. Januar, 10. Juli. Das ist so zumindest die Zeit, wo dann meine zweite Impfung auch abgeklungen haben sollte. Und dann wird es wahrscheinlich erstmal in Deutschland ein bisschen auf Reisen gehen bis zu meinem Geburtstag, was ja der 28.07. ist. Und dann nach dem 28.07. gehe ich davon aus, dass ich ins Ausland gehe. Erstmal wahrscheinlich ein bisschen Europa. Ich habe aber auch drüber nachgedacht, ich denke drüber nach, zum Beispiel Bahamas oder Seychellen oder irgendwie sowas, was ein bisschen exklusiver ist, weil ich meine, sie lassen rein. Die Preise sind derzeit recht günstig, was viele von diesen Ländern angeht. Und vor allen Dingen, ich meine, da kann man mal sagen, ich war schon mal in den Bahamas oder ich war schon mal auf den Seychellen oder ich war schon mal in den Malediven oder was auch immer. Das kann ich mir auch ganz interessant vorstellen. Ich muss ehrlich zugeben, dass diese ganzen Orte wie zum Beispiel Seychellen, Malediven, Bahamas jetzt nicht unbedingt mein erstes Reiseziel ist. Das kann man sicherlich machen, wenn man zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, eine Freundin mitnimmt oder was auch immer. Bloß ich suche eher, wenn ich irgendwo hingehe, so ein bisschen das Abenteuer oder wirklich mal eine ganz andere Kultur. Soll jetzt nicht heißen, dass die keine andere Kultur haben, aber ich mag lieber diesen Kulturschock und Dinge, die ich vielleicht noch wirklich nicht kennengelernt habe. Und gerade so die Bahamas sind natürlich sehr amerikanisiert. Die Malediven, gut, weiß ich nicht ganz genau, wie es da aussieht, aber es ist natürlich alles sehr stark. Sag jetzt mal, verwässert durch viel Tourismus und gut, ich würde persönlich jetzt diese Reiseziele tatsächlich nicht als erste Reiseziele nehmen, aber ich gehe dahin, wo man mich reinlässt und da werde ich, wie gesagt, alles vloggen, werde euch da mitnehmen und ich denke, das wird wirklich, wirklich spannend werden. Dann kommt die nächste Frage von Perennial Psychology, nämlich wie investierst bzw. planst du als Selbstständiger für die Rente? Sehr gute Frage. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo viele Leute sich zu wenig Gedanken drüber machen. Ich habe noch so ein bisschen das Glück, dass ich halt noch ziemlich jung bin und jetzt, wie gesagt, schon die Zeit habe und hoffentlich auch das Verständnis habe und in meine Rente, wie gesagt, investieren kann. Also zum einen schon mal, ich zahle nicht ins staatliche System ein und das werde ich auch niemals tun. Also da müssten die schon mir was wirklich, wirklich Gutes bieten, das, was derzeit geboten wird.
wird, ist nichts, wo ich gerne rein investieren möchte. Und ich denke mal, das wirst du wahrscheinlich auch nicht machen. Oder wie gesagt, die meisten Selbstständigen tun es zumindest nicht. Und ich denke, das hat auch einen klaren Grund. Bei mir ist es so, dass ich jetzt zum einen natürlich ein sehr großes Dividendenportfolio aufbauen möchte. Ich habe ja gesagt, bis zum Ende des Jahres sollte ich das ungefähr auf so 150.000 bekommen. Und ich hoffe, dass ich es bis zu meinem 30. Lebensjahr, was ja dann in 7 Jahren ist, auf so ungefähr eine halbe Million, wenn nicht sogar eine Million bekomme. Also eine Million ist schon das Ziel, aber ich weiß nicht, ob ich tatsächlich den Mumm dazu habe, wirklich 1 Million in Dividendenaktien reinzustecken. Selbst wenn ich wahrscheinlich, was weiß ich, bis dahin ein paar mehr Millionen an Vermögen habe, bin ich mir ein bisschen unsicher, ob ich tatsächlich 1 Million dort reinstecken möchte. Also meine Kombination wird wie folgt aussehen. Zumindest 500.000 in Dividendenaktien, dann zum anderen natürlich Einzelaktien, dann praktisch ein bisschen was in Peer-to-Peer. Das ist zwar sicherlich nicht eine Sache, die long-term vielleicht funktionieren wird, aber dort, wie gesagt, investiere ich auch. Dann das nächste ist, hier in Berlin denke ich darüber nach, Immobilien zu kaufen, das erstmal über eine Finanzierung zu machen, sodass ich halt mit meinem Geld möglichst weit komme. Und sonst muss ich noch schauen, welche weiteren Finanzprodukte ich investieren werde. Ich bin, wie gesagt, neben den Immobilien noch recht interessiert an REITs praktisch. Und da würde ich halt gerne international ein wenig investieren. Aber bei mir, wie gesagt, ist eine Kombination aus dem Dividendenportfolio, dann in Aktien, REITs, wahrscheinlich noch ein paar etwas, sag jetzt mal, konservativeren Anlageklassen, sei es Bonds oder was auch immer. Plus dann noch so kleinere Komponenten in zum Beispiel Krypto als auch Peer-to-Peer. Genau, sicherlich gibt es da noch Verbesserungsbedarf. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich diesbezüglich kein Experte bin, aber das ist zumindest bisher mein Plan. Kann ich dir ganz offen und ehrlich sagen, dass sich der noch verändern wird in der Zukunft. Davon gehe ich aus, aber zumindest was Dividendenaktien angeht, ich glaube, da macht man wenig falsch, wenn man in Dividendenaktien investiert. Super Frage. Dann die nächste Frage kommt von Ediko. Wie kann man als Techniker, in Klammern Reparateur, Warter von Maschinen Eigenwerbung machen? Gute Frage. Ich denke da an Videokurse. Fällt dir eine Plattform ein, wo Servicetechniker ihr Wissen teilen? Publikationen, eine eigene Webseite sollte auch hilfreich sein. Sehr gute Frage. Also ich muss ehrlich zugeben, ich wäre da nicht direkt auf Videokurse gekommen. Ich persönlich würde eher dir Folgendes empfehlen, nämlich zum einen erstmal über Google-Werbung nachzudenken. Also dass du praktisch für dein Unternehmen über Google-Werbung schaltest. Dann das nächste, was ich auf jeden Fall tun würde, ist, ich würde gucken, dass ich so akribisch werde wie nur irgendwie möglich mit meinen existierenden Kunden, sodass ich halt immer wieder und wieder die Leute erreichen kann, die ich bereits als Kunden habe. So oder so, die meisten großen Unternehmen verlassen sich natürlich auch noch auf die neue Kundengewinnung, aber die meisten großen Unternehmen versuchen vor allen Dingen natürlich auch mit den Kunden, die sie bereits akquiriert haben, weiterhin Geschäfte zu tätigen. Dann das nächste, was ich tun würde, ist, ich würde darüber nachdenken und das ist vielleicht die eine Sache, die ich wirklich, die jedem empfehlen kann, über YouTube-Content. Also ich würde nicht unbedingt Videokurse zum Beispiel auf Udemy oder dergleichen publizieren. Ich denke, das macht nicht so sehr Sinn. Ich denke, es ist eher sinnvoll, sich zum Beispiel hinzustellen, zu sagen, gut, ich produziere halt YouTube-Content, ich rank diesen YouTube-Content auch über Google. Ich sorge dafür, dass wenn Leute zum Beispiel eingeben, sagen wir mal Berlin-Reparateur oder Berlin so etwas wie Maschinenwarter oder was auch immer, dass sie dann auf jeden Fall auch mich finden. Und wenn sie zum Beispiel mich nicht finden oder wenn sie zum Beispiel mich finden sollten, aber ich arbeite nicht in derselben Region, kann man natürlich immer noch gucken, ob man da nicht dann irgendwann expandiert und möglicherweise Partner hat, an die man dann weiterleitet und da vielleicht noch eine Provision bekommt und so weiter und so fort. Also ich würde, wenn ich du wäre, zum einen probieren über Google-Werbung, dann zum anderen natürlich über YouTube, dass du diesbezüglich Video-Content produzierst und sonst würde ich es probieren in lokalen Publikationen, dass du also dann zum Beispiel an lokale Zeitungen rantrittst oder dass du praktisch, und das ist wie gesagt so die eine Methode, die vielleicht nicht ganz so gut ankommt, aber zum Beispiel halt einfach Flyer in die Briefkästen werfen und so weiter und so fort und das immer wieder und wieder tun. Und wenn man dann Kunden hat, wirklich mit denen so, sag ich jetzt mal, so akribisch sein wie nur irgendwie möglich und immer wieder diese Leute anfragen bzw. sich selbst ins Gedächtnis rufen. Fallen mir irgendwelche Plattformen ein, wo Servicetechniker ihr Wissen teilen? Ich muss dir echt zugeben, nicht wirklich. Also ich habe mir da eine Frage, um echt zu sein, normalerweise mache ich das nicht, aber ich habe mir heute mal ein paar Fragen im Vorhinein durchgelesen und ich musste auch da vorher schon drüber nachdenken und mir fällt einfach keine Plattform ein, wo man als Servicetechniker sein Wissen teilen kann. Das Einzige, was man vielleicht tun könnte, ist, dass man es probiert über solche Foren wie gutefrage.net oder zum Beispiel, sagen wir mal, Quora oder dergleichen, dass du also dort, sag ich jetzt mal, Fragen beantwortest, aber ich glaube fast, dass das zu viel Arbeit ist. Ich würde mich eher auf die anderen Marketingstrategien fokussieren. Genau, und was Publikationen angeht, da würde ich eher, wenn ich du wäre, lokal vorgehen und würde schauen, dass ich halt in lokalen Zeitungen zum Beispiel Werbung schalte oder, wenn du das bereits tust, dann würde ich mal gucken,
ob es nicht vielleicht in der Nische Blogger gibt oder zum Beispiel jemanden gibt, der diesbezüglich Content produziert, den du möglicherweise unterstützen könntest. Also ob das zum Beispiel ein E-Learning-YouTube-Kanal ist oder ob das zum Beispiel, was weiß ich, einfach ein lokales Unternehmen ist, das du unterstützen kannst und über das du dann Werbung schalten kannst. Was auch sehr gut funktionieren kann übrigens, und das ist vielleicht noch ein Tipp, der wirklich hilfreich sein könnte, ist, dass du es probierst über lokale Facebook-Gruppen. Zum Beispiel hier bei mir in der Region, wo ich wohne, in Tegel, da gibt es zum Beispiel zwei große Gruppen, da sind jeweils, ich glaube, 15.000 Leute ungefähr drin. Das sind wirklich aktive Gruppen und wenn Leute da zum Beispiel ihre Werbung drin posten. Das geht natürlich nicht, dass sie einfach so rein posten, sondern die müssen schon eine Werbeplatzierung kaufen. Wenn sie das tun, können sie halt ganz, ganz schnell ganz, ganz viele Leute erreichen und das würde ich auf jeden Fall auch machen, wenn ich du wäre. Dann die nächste Frage kommt von WP. Hast du einen Tipp für POD-Stockfotos, die mit erweiterter Lizenz eine gute Preis-Leistung haben? Bisher finde ich nur Adobe Stock ca. 63 € pro Bild ganz okay. FreePic ist leider aufgrund der Klausel, okay, verständlich, für mich nicht brauchbar, wechselt halt wenig Bilder. Schwer zu sagen. Also wenn, ganz ehrlich, was die Lizenzen angeht, gut, das ist jetzt so ein bisschen an deiner Frage vorbei, bloß ich würde halt gucken, wenn du zum Beispiel wirklich darauf aus bist, mit Stockfotos Geld zu verdienen, dass du nicht den Fokus nur auf die Höhe von erweiterten Lizenzen legst. Nämlich, wie gesagt, erweiterte Lizenzen, ich denke, das wird in der Zukunft auf vielen von diesen Plattformen, wenn die immer weniger und weniger und weniger fordern. Ich bin mir echt nicht, gerade nicht ganz sicher, wie viel man auf Shutterstock oder Dreamtime oder so bekommt, aber es müsste sehr viel weniger sein, soweit ich weiß, als auf Adobe Stock. Und ich denke mal, dieser Trend, der wird auch anhalten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Adobe Stock eines Tages mal sag jetzt mal, die Preise für die erweiterten Lizenzen verringern wird. Ich würde dir eigentlich nur Folgendes empfehlen. Nämlich, ich würde schauen, dass ich meine eigene Infrastruktur aufbaue, sei es beispielsweise über einen Shopify Store, sei es beispielsweise über eine eigene Webseite, wo du halt deine Bilder anbietest. Und ich würde gucken, dass ich halt mein eigenes Marketing mache. Was man sonst noch tun kann, ist Folgendes. Nämlich, dass du, ja, wie soll ich das am besten ausdrücken, dass du zum Beispiel über solche Plattformen wie Creative Market verkaufst. Bei Creative Market kannst du beispielsweise auch deine Fotos anbieten und kannst dann den eigenen Preis festlegen. Das heißt, ich würde schon dann eher nach Plattformen suchen, wo du deinen eigenen Preis festlegen kannst und wo du nicht dich an den Plattformen orientieren musst. Zum Beispiel, also sei es Plattformen wie Creative Market oder Envato oder zum Beispiel Creative Fabrica, da kannst du natürlich immer deine eigenen Preise festlegen. Bloß da muss ich dir auch offen und ehrlich sagen, dass du höchstwahrscheinlich halt nicht 63 € für oder mehr für ein einziges Foto bekommen wirst. Deswegen, ich würde dir einfach nur als Tipp geben, versuch bis zu einem gewissen Grad, vielleicht bei der Stockfotografie, und ich weiß, du wirst mich dafür rügen, aber vielleicht ein bisschen mehr auf Masse zu setzen und zu schauen, dass du dich nicht auf diese erweiterten Lizenzen zu sehr fokussierst, weil nochmal, die werden höchstwahrscheinlich in der Zukunft die Preise drücken. Ich meine, was da bei Shutterstock passiert, die Industrie wird sich das abgucken. Ich würde dann sonst eher gucken, wenn du wirklich hochpreisig bleiben willst, dass du halt über deine eigene Infrastruktur das Ganze machst, über deinen eigenen Webshop plus halt mit einem eigenen Marketing. Genau. Ich hoffe, das hat geholfen. Dann die nächste Frage kommt von Sabrina, nämlich suchst du noch Unterstützung für dein Team in Form eines Virtual Assistant? Und wenn ja, wäre noch 10 Wochenstunden für dich interessant oder möchtest du die maximal 30 Wochenstunden mit einer Person abdecken? Also grundsätzlich muss ich dir echt zugeben, dass es schon gut wäre, wenn es mehr als 10 Wochenstunden wären. Das sind ja in Anführungsstrichen nur 2 Stunden pro Tag, sage ich jetzt mal. Es sollte schon ein bisschen mehr sein. Also so 3, 4 wäre vielleicht super. Aber genau, also ich würde gerne schon zumindest so 20 Stunden abdecken möglicherweise. Und vor allen Dingen nehmen wir mal an, ich würde jetzt mit jemandem zusammenarbeiten, der nur 10 Stunden arbeiten kann. Und ich brauche dann aber jemanden, der bis zu 20 oder 25 oder vielleicht sogar bis zu 30 Stunden in der Woche für mich arbeitet. Dann muss ich halt mir eine neue Person suchen, weil ich nicht 2 Leute zur selben Zeit in dieselbe Sache einarbeiten möchte. Das bringt nicht wirklich viel. Also es sollte schon eine Person sein, die maximal 30 Stunden die Woche arbeiten kann. Genau, ob ich noch Unterstützung suche. Also ich habe jetzt viele Bewerbungen, um ehrlich zu sein, bekommen. Ich habe mir die meisten schon durchgeguckt. Ich habe einigen Leuten schon geantwortet. Ich habe ein paar Leute in die engere Auswahl genommen. Ich habe es denen aber noch nicht mitgeteilt für die Leute, die sich jetzt wundern und die sich vielleicht auch beworben haben. Ich denke, die Entscheidung sollte vielleicht dieses Wochenende ungefähr fallen. Das heißt, ich schicke dann die Antworten raus. Genau, dann die nächste Frage kommt von Christine Ehmann, nämlich wie würdest du am einfachsten einen Shop auf der eigenen WordPress-Website realisieren für physische und digitale Produkte? Für den Anfang würde ich gerne eine kostenlose Lösung bevorzugen. Sehr gute Frage. Also gut, eine kostenlose Lösung für deinen eigenen Webshop, für physische und digitale Produkte. Tja. Das ist immer so das Problem, wenn man sich die Fragen nicht zu sehr im Detail im Vorhinein durchliest. Ich habe heute mal so kurz drüber gescannt, aber ja, also was würde ich dir empfehlen hinsichtlich kostenlose WordPress? Ich würde einfach mal gucken, dass du da irgendwie ein Shop-Theme findest. Es gibt einige kostenlose Shop-Themes. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher bei solchen Optionen.
Ich meine, du kannst zum Beispiel auch einfach Folgendes machen. Du kannst, sagen wir mal, deine Webseite aufsetzen, du kannst dafür ein ordentliches Template nutzen und dann nutzt du beispielsweise solche Tools wie Copecard bzw. Digisto, also praktisch Anbieter, über die du dann deine Checkout-Seite hostest, beziehungsweise klar auch deine, also wie gesagt, deine Checkout-Seite hostest. Und das Einzige, was du machst, ist auf einer eigenen WordPress-Seite, ist, du gestaltest die, du versuchst, wie gesagt, auf dieser WordPress-Seite dann die eigentlichen Verkaufsseiten zu erstellen und der Rest, den kannst du dann, wie gesagt, über einen Hoster auslagern. Wenn du dann doch mal ein bisschen Geld ausgeben möchtest, also es gibt zum Beispiel wirklich günstige Optionen, sei es Divi, sei es Shopify oder was auch immer, mit denen du viel anfangen kannst. Ich persönlich würde dir empfehlen, jetzt erstmal, wenn es wirklich ums Kostenlose gehen soll, kostenloses Template plus dann Anbindung an Copecard bzw. Digistore. Das kannst du wirklich so simpel machen, dass es zum Beispiel irgendwo einen Kaufen-Button gibt und wenn die Leute dort draufklicken, dann werden sie weitergeleitet zur Checkout-Seite auf zum Beispiel Digistore, Copecard oder Elo-Page oder wo auch immer. Dann die nächste Frage kommt von Michael Schmick, nämlich welches ist das beste Membership und wo gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von Anfang bis Ende Aufbau? Also ich muss echt zugeben, dass ich die Frage jetzt nicht 100% verstehe. Meinst du Membership, also meinst du eine Membership-Site, sag ich jetzt mal, die man aufbaut, wie zum Beispiel halt eine Online-Kursplattform, gehe ich mal davon aus. Da natürlich musst du schauen, was du genau möchtest. Also zum Beispiel, möchtest du möglichst viel von deinem Geld haben? Möchtest du, dass eine Firma für dich weltweit die Umsatzsteuern abführt und so weiter und so fort? Also ich würde dir vielleicht würde dir Folgendes empfehlen, MemberPress plus praktisch zum Beispiel, oder obwohl, nee, Digimember plus wahrscheinlich Digistore, MemberPress ist auch in Ordnung, aber Digimember plus Digistore, das kann auf jeden Fall Sinn machen. Wenn du dich zum Beispiel nicht so viel in die Sachen einfuchsen möchtest und du möchtest etwas haben, was auch vielleicht ein bisschen schicker aussieht, dann kann ich dir sehr Teachable empfehlen, aber da haben wir halt wirklich nur die Möglichkeit, innerhalb der Europäischen Union die Umsatzsteuern über Teachable abzuführen. Außerhalb der Europäischen Union geht das leider nicht, da muss man immer gucken, ob man den jeweiligen Schwellenwert erreicht oder ob man überhaupt in diese Länder verkaufen darf. Ist wie gesagt ein bisschen komplexer, kann man damit Quaderno zum Beispiel machen, so mache ich das zum Beispiel. Aber genau, was, wenn du alles in einem Lösung haben möchtest, dann Teachable. Wenn du selbst ein bisschen bauen möchtest, Digimember plus Digistore. Und sonst, genau, was du noch machen kannst, ist natürlich Copecard plus Kajabi. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und zu der Copecard-Kajabi-Verbindung gibt es sehr gute Tutorials direkt auf Copecard. Also da gibt es in der Support-Seite, kannst du mal eingeben, Copecard-Kajabi, gibt es da wirklich tolle Tutorials. Was Digimember und MemberPress angeht, einfach auf YouTube eingeben, gibt es super Tutorials zu. Und Teachable, da kannst du einfach hier auf diesen Kanal schauen, einfach Teachable eingeben und du wirst dann ein fast zweistündiges Tutorial sehen, genau zu dem Thema. Und dann die letzte Frage kommt nochmal von Michael, nämlich Trafficquellen, nicht Facebook oder die bekannten, neue Wege, danke. Gut, das ist zwar keine Frage, aber ich verstehe schon. Also die Trafficquellen, nicht Facebook und die bekannten. Also gut, da müsste man vielleicht mal sagen, was Bekannte ist. Ich würde dir vielleicht Folgendes empfehlen. Die Frage ist für mich sehr, sehr schwer zu beantworten, weil ich weiß nicht, was die Bekannten sind. Ist dir zum Beispiel Quora bekannt? Ist dir zum Beispiel, sagen wir mal, ist dir Weibo bekannt? Ist dir zum Beispiel, sagen wir mal, Taboola bekannt, ist dir und so weiter und so fort. Also ich kann dir aber vielleicht nur sagen, was derzeit wirklich attraktive Möglichkeiten sind, um Werbung zu schalten. Zum Beispiel für lokale Werbung finde ich persönlich ist Snapchat-Ads derzeit wirklich, wirklich attraktiv. Ich kann dir sonst, wie gesagt, noch sehr die Plattform hunter.io empfehlen, mit der kannst du schnell E-Mail-Adressen sammeln. Sie sagen zwar, dass sie DSGVO-konform sind, da wäre ich mir vielleicht nicht ganz so hundertprozentig sicher. Also wie gesagt, da vielleicht ein bisschen Vorsicht genießen, bevor man damit startet. Hunter.io ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Und sonst, dieser ganze Bereich Native Ads ist wirklich spannend, sei es Taboola, sei es andere Plattformen. Also da, wie gesagt, würde ich auch mal reingucken, wenn ich du wäre. Gut, das war's dann heute hier für dieses Q&A-Video. Ich danke euch für eure Fragen. Es kommt relativ bald wahrscheinlich wieder ein Q&A-Video. Das war's dann heute hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Videos wiedersehen können.